Update durch Sheldon Neidel für die spirituelle Hierarchie und die Galaktische Föderation. 6. Dezember 2016. Übersetzt von Martin Gadeau. Selamat Balik. Der Prozess, die Kabale zu besiegen, ist nicht einfach. Sie nutzen die jüngste Wahl in schlauer Weise, um ihre Vorherrschaft wieder ins Spiel zu bringen. Das Gute daran ist, dass ihr lautstarkes Hineinrutschen in diese derzeitige gewählte Administration es vereinfacht, die Verhaftungsszenarien effektiv vorzubereiten. Währenddessen macht die Strategie zur Verteilung der immensen Fonds weiter Fortschritte. Im Moment ist die Errichtung eines neuen Bankensystems im Gange. Die alten Banken haben sich mit ihrem letzten Versuch verraten, ihre Kassen wieder auffüllen zu wollen, um ihre Vorherrschaft wiederzuerlangen. Aber diese äußerst heimtückische Strategie schlägt fehl. Die Ältesten und deren royale Ansprechpartner sind jetzt emsig damit beschäftigt, jene Leute zu verhaften, die den heftigen Wunsch gehegt hatten, uns reinzulegen. Das hat es unseren Partnern ermöglicht, eine Reihe US-gelenkter Banken und deren Entsprechungen in Europa zu übernehmen. Wir erwarten, dass die ersten Distributionen auf den Weg gebracht werden, sodass der erste Teil des umfassenden Reichtums an viele verteilt werden kann, die schon so lange darauf gewartet haben, ihre verheißenen Bezüge endlich in Empfang nehmen zu können. Und der Rest dieser komplizierten Prozedur bewegt sich ebenfalls in Richtung seiner spannenden Vollendung. Die Zukunft ist strahlend hell für das Licht und dessen zahlreiche Verbündete. Bleibt geduldig, das Beste kommt noch. Es ist wichtig, dass ihr wirklich erkennt, dass die gegenwärtigen Situationen, deren Zeugen ihr seid, lediglich listenreiche Umstände sind. Die Nesara-Republik wird bald deklariert und es sind enorme Summen bereitgestellt worden für all die Umtauschvorgänge und die verheißenen Wohlstandsfonds. Nutzt diese heilige Zeit, um euren Geist auf göttliche Weise auf das bevorstehende Geschehen vorzubereiten. Es ist euch bestimmt, Fonds in Empfang nehmen zu können, die euch lediglich temporär mit der Macht und dem Terror bekannt machen sollen, die Geld bisher in diesem Reich symbolisiert hat. Euer wachsendes Bewusstsein wird euch über diese Einstellung hinausheben. Und innerhalb kurzer Zeit werden vielfältige Vorrichtungen, wie etwa unser Transmaterieprozessor, so etwas wie Geld veraltet sein lassen und überflüssig machen. Trotzdem müssen die Menschen eine Periode durchlaufen, in der sie ihren Geist klären können von den vielen lächerlichen Glaubensvorstellungen hinsichtlich Geld und Reichtum. Geld wurde einst von den Anunnaki ersonnen, um den Unterschied zwischen euch und ihren Günstlingen zu betonen. Diese Übung soll euch nun aus dem Lügengebäude und den Sinnestäuschungen befreien, die ihr über das Thema Reichtum lange gehegt habt. Tut das, was ihr aufrichtig tun möchtet. Dann werdet ihr einige grundlegende Wahrheiten über dieses spezifische Thema lernen. Euer Reich hat lange unter der unechten Spaltung gelitten, die Reichtum und Macht hervorgerufen haben. Das hat Klassenunterschiede geschaffen und das verrückte Konzept von angeblichen Privilegien entstehen lassen. Die aktuelle Übung in Reichtum und Umverteilung ist ein Paradebeispiel dafür. Zurzeit wird euer Bewusstsein emsig für einige Aufstiegsprotokolle erhöht. Diese himmlischen Maßnahmen sind notwendig für vorbereitende Veränderungen, um euch zum geeigneten Zeitpunkt für die größeren Umwandlungen zu befähigen, die in euren Kristalllichtkammern mit euch geschehen. Dieses Projekt durchläuft viele Phasen,
Zunächst müsst ihr kollektiv einen allgemeinen Wohlstand erfahren, um zu verstehen, wie diese Fonds diese Welt rapide wandeln können. Zweitens müsst ihr die allgemeine Glückseligkeit erleben, die dieser Prozess erzeugt. Und schließlich müsst ihr erkennen, wie machtvoll und großartig ihr als untereinander verbundene Gruppe seid. Dieser Prozess wird euch dafür öffnen, einander auf neue Weise wahrzunehmen, was es zugleich möglich macht, dass dieses Reich auf völlig neue Weise funktioniert. Ihr befähigt eure Welt, zu einer wahrlich globalen Unternehmung zu werden. Und diese neue Erkenntnis macht euch frei, einander in unkomplizierter Weise wahrnehmen zu können. An diesem Punkt findet eure Freiheit, euer Wohlstand und euer neues Regierungssystem zueinander und machen es uns möglich, in freundlicher Weise zu intervenieren. Unsere Mentoren werden dann darauf sehen, wie gut ihr eure Sache gemacht habt. Diese nächste Ebene dient dem Ziel, dass ihr eure Selbsterkenntnis nutzt und ein neues inneres Dossier für euch entwickelt. Eure Erfahrungen benötigen eine Bewertung eurer eigenen Perspektive und im Licht eurer nun bekannten vergangenen Geschichte auch eine Bewertung der Zeit von Atlantis bis heute. Gemeinsam mit euren Mentoren werdet ihr dann entscheiden, wie diese gesammelten Informationen zueinander passen. Dieser Prozess wird ein Profil erstellen, das euch befähigt, endlich das große Gesamtbild darüber zu gewinnen, wie ihr da hineinpasst. Damit ist gemeint, dass ihr begreift, wie eure innere Einstellung sich bündig in dieses neue, umgewandelte Reich einpasst. Dieser Vorgang benötigt eine tiefe Selbsterforschung und eine freimütige Auswertung. Und deshalb werdet ihr Nacht für Nacht von unseren medizinischen Teams sorgfältig überprüft. Dabei geht es um das erneute Zusammenführen von physischen und geistig-spirituellen Daten, die ihr mit euren Mentoren zusammentragt. Dieser Vorgang erfordert eine gewisse innere Arbeit, gefolgt von einem grundlegenden Überblick darüber, wie all das sich in das gesamte Kollektiv einpasst. Hurra, hurra, hurra! Seid gesegnet! Wir sind eure aufgestiegenen Meister. Die Welt, die euch umgibt, wandelt sich rasch. Der Himmel befördert riesige Mengen heiligen Feuers in die Erdenebene Gaias. Diese Energie transformiert die euch umgebenden Lebensfelder und deren Energien wirken sich ihrerseits auf die Art und Weise aus, wie eure Aurafelder funktionieren. Diese göttlichen Energieblitze machen euch dafür bereit, bewusst eure Einstellung darüber zu ändern, wie eure globale Gesellschaft funktioniert. Zugleich ermöglicht euch dieser Prozess recht bald die Stichhaltigkeit des Vorgangs zu erkennen, mit dem die alte de facto Regierung in die neue de jure Nisara Regierung umgewandelt wird. Diese Veränderung ist so geplant, dass sie in Kürze geschehen kann, was der neuen Regierung auch ermöglicht, die Realität des Reiches Agartha in der inneren Erde offiziell bekannt zu machen. Desgleichen die offizielle Enthüllung der Existenz eurer galaktischen Familie. Diese Serie von Aktionen wird auch die offizielle Errichtung des neuen globalen Bankensystems und der Einführung der neuen Schatzbankgelder New Treasury Bank Monies in Gang bringen. Diese gesegneten Aktionen sind das Resultat der großartigen Visionen, die ihr aufrechterhalten habt. Hosianna, Hosianna, Hosianna. Was eure Träume und Visionen da vollbracht haben, spiegelt sich in positiver Weise in einer Serie himmlischer Akte wider. Diejenigen, die eifrig dafür gewirkt haben, dies zu manifestieren, starteten mit Hilfe der riesigen Summen an Geldern,
die von euren Meisterkameraden zusammengetragen worden waren. Diesem Prozess werden nun rasch die glorreichen Früchte folgen, die euch durch Nisara verheißen sind. Der Himmel möchte euch von jenen böswilligen Leuten befreien, die auf so arrogante Weise die bisherige illegale amerikanische Regierung und deren viele Verbündete gesteuert haben. Diese exzessive Korruption muss gekappt werden durch die offizielle Errichtung der Nisara-Republik und durch ein neues, faires Bankensystem. Zum Glück haben unsere heiligen Partner ein Mittel geschaffen, mit dessen Hilfe ein derart bedeutsamer Wandel materialisiert werden kann. Nutzt diese Freiheit und diesen Wohlstand, um eure Träume und euer Streben nach innerem Glück zu verwirklichen. Werft alle Ängste und Sorgen fort, die euch in gewisser Weise umkreisen. Lasst diese neue Zeit definieren, wer ihr in Wahrheit seid. In diesem neuen Reich werdet ihr euch endlich aus den erlebten Beschränkungen befreien, die euch einst von den Anunnaki und sodann von deren Günstlingen aufgenötigt worden waren. Diese Lakaien müssen eingesperrt und von euch isoliert werden. Lasst die Stärke eures Herzens und den Pfad, der euch vom Geist, Spirit, vorgegeben wurde, eure Führung sein. Kommt zusammen und gestaltet eine gänzlich neue Wirklichkeit, die auf innerer Kooperation basiert. Eine Kooperation, die eine Welt schafft, die Hass und Spaltung in geistig-spirituelle Einheit umwandelt und euch wieder dem unvorstellbaren Geist, Spirit und der Liebe zuführt, die im Herzen der gesamten Menschheit verborgen liegt. Es ist diese heilige Gesellschaft, die wir Meister behutsam errichtet haben, seit eure Schwesternschaften und Bruderschaften einst durch Äon dazu beauftragt wurden. Wir sind ermutigt durch einige Ereignisse dieser Zeit. Es ist eine Bewegung, durch die eine gänzlich neue Welt errichtet werden kann, die die Bühne bereitet für euren Aufstieg von planetaren zu galaktischen spirituellen Menschen. Halleluja! Wir haben heute wieder unseren wöchentlichen Report weitergeführt. Einige unter euch sind immer noch der Meinung, dass das, was wir sagen, hypothetisch sei. Unsere Worte schildern jedoch ein Land, das zurzeit an ausgewählten Orten dieses riesigen Globus geboren wird. Und dieser Verheißung widmen wir voller Freude diese Berichte. Wisst ihr, Lieben, dass der unzählige Vorrat und nie endende Wohlstand des Himmels in der Tat euch gehört? So sei es. Selamat Gayun, Selamat Ya. Syrianisch, seid eins, freut euch.